Also nach Afrika bin ich im Grunde genommen gekommen, weil ich schon als Kind von Afrika fasziniert war. Ich kann mich erinnern, als Kind, damals hatten wir im deutschen Fernsehen die Sendung vom Professor Čimek, der damals die Interesse der Serengeti auf sich schweckte, Gorogoro-Krater, der erste Tierfilmer in Deutschland war. Und da war mit Sicherheit keine Sendung, die ich damals verpasst hatte. Allerdings war Afrika für mich in unerreichbarer Ferne. Denn Afrika zu besuchen, hatte viel Zeit und viel Geld gekostet. Und mein Ziel war es, irgendwann, wenn du in Rente gehst, gehst du nach Afrika und malst Bilder. Wieso gerade Afrika? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil in Afrika gibt es Farben, Lichte, die Helligkeit, die Sonne, die wir hier in Europa kaum haben. Und dann kam natürlich ein wesentlicher Punkt, die afrikanische Tierwelt. Und das ist das, was mich faszinierte. Das wären Stimmungsbilder, die kann man nur in Afrika erleben. Ich hatte einen Freund, der in Afrika auf die Welt kam, und er hat mir angeboten, ich soll mit ihm nach Afrika fahren. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Wir sind dann 2-3 Mal im Jahr in südliche Afrika, hauptsächlich Südafrika geflogen, unter anderem aber auch Namibia und Botswana. Und so habe ich langsam die Routen kennengelernt, ich hatte die Stellen kennengelernt, wo die Tiere sind, und hatte dann mich entschlossen, auf eigene Faust und selbst alleine nach Afrika zu fahren. Weil es ist keiner, der sich die Zeit nimmt, und mit mir 2-3 Stunden vor Leoparden oder Löwen zu sitzen, auf die geeigneten Motivstellungen oder Motive zu achten, um ein Bild bzw. ein Foto zu machen. Übrigens Tierbilder aus dem einfachen Grunde. Ich könnte auch Porträts malen. Nur, wenn jetzt irgendwie die Nase ein bisschen krumm sitzt, das Tier sagt nicht, die Nase ist krumm. Der Mensch, den ich gemalt habe, sagt, nee, das ist nicht meine Nase oder es gleicht mir nicht. Das Tier sagt das nicht. Ich nenne mich ja auch nicht einen Künstler. Für mich ist die Natur der Künstler. Ich bin nur der Komponist, der Nachahmer. Ich male die Natur so, wie sie ist. Das ist einer der Gründe, wieso ich nach Afrika fahre. Afrika ist einer der schönsten Kontinente dieser Welt. Vor allen Dingen, weil es noch relativ dünn besiedelt ist. Die Natur hat zum größten Teil immer noch die Oberhand. Wenn ich ein Bild anfange zu malen, entsteht in erster Hinsicht eine Skizze in meinem Tagebuch in Südafrika oder in Namibia oder Botswana. Diese Skizze wird dann abends verfeinert, ausgearbeitet. Zu Hause schaue ich mir das Ganze nochmal an und entscheide mich dann irgendwann, diese Skizze als Gemälde zu machen. In der Hauptsache male ich mit Ölfarbe. Es kommt vor, aber das nur bei kleinen Tieren, Vögel und solche Sachen. Die male ich in Aquarell. Aber wenn man mit Ölfarbe malt, muss man sich komplett umstellen in der Maltechnik. Bei Ölfarben beginne ich immer zuerst mit den dunklen Tönen und komme langsam in die hellen über. Bei Aquarell ist das genau der Gegenteil. Man nimmt zuerst die hellen Töne und macht dann die dunklen. Nachteil bei Aquarell kann man nicht verbessern. Einmal einen Strich gemalt
dann ist der fertig. Bei Ölfarbe kann ich überstreichen und kann es neu machen. Mein erstes Tierbild ist nicht in Afrika entstanden, sondern ich hatte ein Foto gemacht von einem Tiger in einem Zoo. Habe den dann versucht zu malen und als ich fertig war, habe ich gemerkt, das ist kein Tier, was in Freiheit lebt. Die Tiere in Freiheit, die bewegen sich anders, die sehen anders aus. Sie haben einfach ganz andere Mentalitäten an sich. Man merkt das. Ich sehe, ob ein Tier unruhig ist, ob ein Tier nervös ist, ob es angreift oder ob es mich überhaupt nicht beobachtet. Ich sehe, ob ein Tier satt ist oder ob es Hunger hat. Alles das lernt man nicht in einem Zoo. Was aber wichtig ist, und das ist jetzt meine Meinung, es kann keiner ein afrikanisches Tier malen, ohne jemals einmal die afrikanische Wildnis überhaupt gerochen zu haben. Auch der Geruch in der afrikanischen Savanne ist ganz speziell. Das Licht ist speziell, der Geruch ist speziell. Alles das trägt meiner Meinung nach zu einem guten Gelingen von einem afrikanischen Tierbild bei.